Hier sind wir verblieben. Die Overlay-Kamera kannst du gleich löschen. Mit Shift S kann man den 3D-Cursor verschieben. Und dann gehe ich jetzt zur Hauptkamera. Cursor to Selected. Und hier Shift A, das Empty. Dann nehme ich jetzt ein Kugel-Empty. Das wird jetzt das Zentrum vom User-Interface. Nennen das gerade Origin. Jetzt können wir einfach die Knöpfe, den Datei-Knopf und den Run-Sim-Knopf selektieren an seinen Empties. Als nächstes das Empty for Menüliste und Ctrl-P Object. Da sind die beiden Knöpfe jetzt die Menüliste gebunden mit RX 90 drehen und jetzt selektieren wir das Origin, Shift S, Cursor to Selected. Jetzt nochmal die Menüliste, Shift S, Selection to Cursor. Jetzt aus der Kameraansicht können wir die Größe anpassen. Vielleicht etwas so. GZ hoch verschieben. Schnell die Renderansicht. Aha, ist zu hoch. He. So. Voilà. Dann die P drücken. Aha, die Maus ist noch nicht angeladen. Ja, also, tut schon. Tut schon wie erwartet. Wenn wir das noch selektiert haben, Shift selektieren wir das Origin, Ctrl-P, Object. Jetzt haben wir da alles da dran. Dann gehen wir mal da den Wüst File-Browser. Shift S, Selection to Cursor, RX 90, Kameraansicht, skalieren. So, bei dem Maß, wie man den will. GX aus dem Bild. Und nachher Shift das Origin selektieren, Ctrl-P Object. Und dann kommt das Dropdown, Shift S, Selection to Cursor, die Kamera RX 90. Der macht jetzt ein Problem, dem seine Achsen sind gesperrt. Tun wir die wieder auf. Shift S, Selection to Cursor. Dem sein Empty können wir mal schnell da so in die Mitte vom Datei-Knopf setzen. Oder ja, dann ist nur noch da der Sidebar. RX 90, Shift S, Selection to Cursor, die Kamera skalieren. Oh. Aber wenn man über einen Mauszeiger kommt oder über die Mitte, dann wird die Skalierung invertiert. Das wird man vermeiden. Es kann Probleme geben. GZ noch ein bisschen rauf. So, dann mit GX aus dem Bild. Dann können wir jetzt auch noch das Origin Shift mit Shift auch noch das Origin selektieren. Ctrl-P Object. Daheim habe ich noch vergessen. Da. Genau. Auch noch das Origin, Ctrl-P, Object. Ja, jetzt haben wir alles an 1 Bits. Jetzt noch schnell testen. Ja, hier sieht wüst aus. Vielleicht tue ich das Dropdown gleich hinter die Menüliste, dass es keinen Rand gibt oben. GY. So. Ja, natürlich mir besser so. Genau, jetzt müssen wir noch aus der Kamera hier das Overlay-Bricks löschen. Habe ich schon gemacht. Bei dir sind die auch noch drin, der Always und der Collection Actuator und der End Controller.